Hallo miteinander. Ich bin Lydia Scheuss und ich bin die Lehrerin von der Musikschule Werdenberg, die Appenzeller Hackbrett unterrichtet. Genau, ich bin in Grabs aufgewachsen und ich als Kind schon viele Jahre durfte, Musikunterricht haben, beziehungsweise dann auch sehr bald Ensembleunterricht und habe viele Jahre mit Schweizer Orgeligigen, Klavier, Cello und Kontrabass zusammengespielt, was mir sehr viel Spass gemacht hat. Wenn ich heutzutage den Leuten erzähle, dass ich beim Arbeiten ein Hackbrett brauche, dann könnte man meinen, ich sei Koch. Aber nein, auf meinem Hackbrett werden weder Fleisch noch Gemüse gehackt, sondern mein Hackbrett ist da, um schöne Klänge zu produzieren. Genau, darum ist der Begriff Hackbrett ein bisschen irreführend. Besser beschreibt der englische Begriff Hammered Dulcimer das Instrument. Dulcimer, also Dulcimer, kommt nämlich aus dem Griechisch-Latinischen und bedeutet so viel wie süßliches Lied. Also übersetzt, kämmerlet süßliches Lied. Auf dem Hackbrett kann man aber nicht nur süßlich schöne Klänge oder so ein bisschen feine Klänge spielen, sondern man kann zum Beispiel auch so ein bisschen geheimnisvoll und fremde Klänge produzieren. Ich spiele es euch mal vor. Denk es aber auf dem Hackbrett auch mal fröhlich und wild zu und her gehen. Genau, um noch ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, kann man auf dem Hackbrett auch dämpfen. Auch das spiele ich euch mal vor. Doch wie entstehen die unterschiedlichen Klänge auf dem Hackbrett? Die spiele ich mit meinen Holzrütli. Auf einer Seite haben sie eine holzige Seite, wo eher einen harten Klang gibt. Auf der anderen Seite sind sie mit Leder überzogen, was einen weicheren Klang gibt. Genau. Auch mit dem Pedal kann ich einen klanglichen Unterschied machen. Oder? Das Pedal ist jedoch nicht in jedem Hackbrett eingebaut. Das hier ist ein grosses Konzerthackbrett. Es hat hier unten einen Haufen Basssaiten und eben ein Pedal. Hier hinten haben wir ein kleines Exemplar. Das ist unser Musikschulhackbrett und ist eine super Grösse zum Anfangen Hackbrett zu spielen. Es hat anstatt 5 Saiten pro Ton hat es hier nur 4 Saiten und es ist einfach vom Umfang her etwas kleiner. Mit dem Hackbrett kann man sehr gut auch alleine spielen, weil es sehr einen vollen Klang hat und man auch zweistimmig spielen kann. Aber man kann auch gut in der Gruppe spielen, mit anderen Instrumenten. Darum habe ich euch den Markus Nauer mitgebracht. Er ist mein ehemaliger Ensemble-Lehrer aus der Kindheit und heutiger Musikkollege. Ich spiele euch darum einen Teil, zuerst alleine und dann spielen wir miteinander den C-Ton. Thank you.
Hackbrett kann man aber auch nicht nur vorspielen, sondern auch begleiten. Markus, spiel schon mal einen Ländler. Genau. So kann man miteinander ganze Übung verbringen und zusammen Musik, was in der Volksmusik oft an Stubbeten passiert. Und weil wir zusammenspielen so viel Spass macht, unterrichte ich nicht nur Einzelunterricht, sondern auch kleine Grüppli und Ensemble. Und vorwiegend spiele ich Schweizer Volksmusik und auch ausländische Volksmusik, aber natürlich hat auch modernes, Klassik und verschiedenste Lieder im Unterricht Platz. Das Hackbrett ist ein ideales Erstinstrument, das man ungefähr so ab der zweiten Klasse kann anfangen lernen. Man braucht nämlich schon eine gewisse Feinmotorik, um mit diesen feinen, diffizilen Rütchen umzugehen. Dann verspricht das Hackbrett aber sehr schnell viel Erfolg, weil es einfach sehr gut tönt, auch mit einem einzigen Schlag, und man auch in kurzer Zeit bereits erste Stückchen spielen kann. Natürlich ist das Hackbrett aber auch geeignet, um als Erwachsener einzusteigen, egal ob mit 30, 40 oder auch 60 oder 80. Und hast du Lust bekommen, so ein spezielles Instrument zu lernen? Dann lernen wir uns ja vielleicht schon bald kennen. Ich würde mich freuen. Zum Abschluss spielen Markus und ich noch miteinander einen Klassiker. Ein Stück, das unter den Hackbrettspielern und auch unter anderen Instrumentspielern sehr beliebt ist. Der Zirkus Renz. Ha ha.